mir wurde von sehr, sehr vielen Zuschauern gesagt, dass sie unglaublich gerne Team-Content hätten. Und das ist eine Möglichkeit für mich, euch diesen Content praktisch zu bieten. Den es ja sonst in der deutschen Szene, glaube ich, gar nicht gibt. Ne, natürlich, es gibt das Spandauer Inferno, aber die sind halt straight up kacke. So. Who's that Pokémon? Scheiße, Mann! Mach doch mal die Augen auf! Wie man hier klar erkennen kann, war der Kassadin das einzige Problem im Team. Der Kassadin hat 1v9 verloren. Ne? Alle gleich viele Tode, alle gleich useless, aber der Kassadin hat 1v9 verloren. Oh, Platin-Spieler. Ich fahre eine Runde GP. Komm, GP. Eine schöne Runde GP. Boah, mein Herz. Herztag Platin 1. Ich weiß nicht, ob ich noch aus Platin 1 rauskomme, die Season. Hältst du den Schnabel da im Chat? Ich glaube, ich spinne. Duo-Q mit mir? Nein, ich werde keine Duo-Q spielen. Ich werd keine Duo-Q spielen. Ich bleib meinen Dingern treu. Ne? Wenn ich Platin 1 Herztag sein soll, wenn ich so schlecht bin, dann bin ich halt Platin 1 Herztag. Aber dann stehe ich auch dazu. Das kann natürlich passieren, ne? Dass man über Nacht von 6 Master Plus Accounts plötzlich nur noch auf Platin-Niveau spielt. Das ist ganz normal, ne? Also, das ist ja auch öfter so, ne? Von einem Tag zum anderen so BATZ! Ne? Und sofort useless. Wieso ist deine Stimme momentan nicht so sexy wie die von Brücke? Wie, was soll denn das jetzt heißen? Sie skillt kein W bis Level 4! Mann! Warum wolltest du heute im ersten Streamblock weinen? Weil, Riot mir verbietet, für Fnatic und gleichzeitig als LCS-Substitute zu arbeiten. Also ich arbeite ja für Fnatic als Influencer und ein LCS-Team hätte sich gewünscht, dass ich für sie Substitute werde. Ja? Jetzt haben die Organisationen hätten sich geeinigt, aber Riot sagt, dass sie das nicht erlauben. Das ist ein Grund, warum Riot das nicht zugelassen hat. Ja, wenn ich für ein LCS-Team spiele und für das andere Werbung mache und ich dann mit dem einen, also wenn ich, na, du spielst als Substitute ja nie, aber wenn das wird so gehandhabt, als würde man spielen können. So, ne? Und wenn ich dann gegen das andere Team hätte spielen müssen, dann hätte es einen Interessenkonflikt gegeben für mich. Und das hätte die. Was haben sie. Warte, die haben mir das geschrieben. Ich kann es schnell raussuchen. Where he needs to be on stage. Jetzt hab ich wieder weggeklickt. On stage for X. Him having a contractual relationship with another LCS team would not fly to concerns around competitive integrity. So rum. Gott, habe ich das schlecht vorgelesen. Aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. Also Werbung für die Marke. Ja, aber die Marke und Fnatic, das Team, sind nicht getrennt. Das sind nicht zwei unterschiedliche Organisationen. Oh oh, wir haben schon wieder nicht die drei von gerade eben. Ich weiß nicht, ob ich Yasuo jetzt bannen soll gegen Pixel. Weil ja. Pixels Yasuo ist tatsächlich nicht so scary, weil der Champion nicht so stark ist aktuell. Da finde ich den Kassadin fand ich wesentlich schlimmer. Und die Nidalee tatsächlich. Nimm mal Nidalee raus. Oder Evelynn? Ja, Evelynn raus. Die ist immer sicherer, Ben. Ich bin außerdem bin ich jemand, der Verfechter davon, dass es halt Cheaten... Also Duo-Q ist wie Cheaten praktisch. Das ist meine Meinung. Duo-Q ist wie Cheaten. In Solo-Q. Welche Scaling-Mittler können im Late-Game mit Azir mithalten? Oh, das ist sehr situationsbedingt, weißt du? Das kommt ganz auf den Teamfight drauf an. Wenn zum Beispiel 5 Leute auf einem Platz stehen, dann ist eine Ori auch schwer zu toppen. Ne? Oder ein Brand. Wenn die sich alle 5 von allem treffen lassen. Es gibt einfach Duo-Q-Kombinationen, die ganz klar zu stark sind. Das ist Solo-Lane plus Jungle oder Bot-Lane-Duo-Q. Das ist einfach signifikant zu stark. Und deswegen bin ich jemand, der, wenn es halt so um Challenge und Test geht, am liebsten Solo spielt, um zu wissen, wo er wirklich steht. Weil wenn man halt Duo-Q benutzt, dann kommt man wahrscheinlich auf eine Elo, auf die man eigentlich nicht gehört. Wen spielen wir denn hier? Schon wieder. No! Ah, der Rest von den Leuten, den Rest kenne ich nicht. Nice, das ist nicht so, also es ist nur Scarlet Red Hands dieses Mal. Den Rest kenne ich nicht. Which is red in real life? Nee, oder? Oh mein Gott, und die sind im selben Team. Wer ist dann das? Oh mein Gott. Ist das red?
Wenn das Red in V-Life mit seinem Du. Also Red in V-Life hat halt so 80% Win-Ratio auf Twitch bis Challenger oder so. Und dann auch noch Du-Q mit irgendjemand, dann sind wir schon wieder bambuselt hier auch in der nächsten Runde. Ja. Okay, wir spielen schon wieder gegen den. Wie gesagt, also im letzten Match hatte er einen Counterpick. Da haben wir, hat das gut ausgespielt und uns hochgenommen. Jetzt müssen wir gucken, das ist ein faires Matchup, würde ich sagen. Der hat gegen Vel'Koz. Der war tatsächlich, ist der für seinen Vel'Koz bekannt, der Scarlet Red Hand. Der hat den auch in der Challenger Series damals gespielt, wo ihn kein anderer gespielt hat. Jetzt ganz ruhig und dann gehen wir hier Richtung Mitte. Oh oh. Unser Botlane wird zerstört. Sit down. Ich glaube, das war optimal gespielt. Außer, dass ich den einen Ultschuss da leider verfehlt habe. Ich glaube, ansonsten war das alles gut so. Ja, das zackt. Weil ich da nichts getroffen habe. Nice! Okay, let's fucking go, ja. Komplett bambuselt die Backline von denen. Let's fucking go, Burst. Let's fucking go! Gott, der Schlummer Inter da, warum hat er das gemacht? Schade, dass wir die Dings nicht auch noch gekriegt haben. Ich habe gehealt, um dem Kane Movement Speed zu geben, damit er noch an den Twitch rankommt. Ja, Team möchte auch schon öffnen. Wir haben halt das große Problem, dass wir eine sehr, sehr schwache Botlane erwischt haben. Oder die haben halt kein gutes Game, die zwei. Und das zieht uns hier ziemlich runter. Die haben hier ein Ward und Twitch kann von hier kommen. Ich bin aktuell alleine. Ich krieg wahrscheinlich eine Shen-Ulti, aber ich bin trotzdem alleine ohne Flash. Hier war auch der Twitch. Wie davor schon gesagt, ihr wollt jetzt versuchen, die Wave zu clearen. Hätte healen sollen noch. Da war ein sicker Fight von unserem Team. Damn, da war komplett sick. Nicht gekillt. Da war so schön gemacht von Kane plus Lulu plus was weiß ich nicht, was da alles noch drauf war. Damn. Really, really sick. Der Shen Flash Taunt. Leider habe ich nicht direkt followen können da. Und habe auch von der Ulti zwei Schüsse verfehlt, obwohl ich teilweise CCs hatte. Das heißt, da hätte ich viel besser arbeiten können noch. Nächstes Item wird Rabadons hier, oder? Rabadons oder Void? Ich gehe immer mal Rabadons. Ich mag Rabadons. Okay, German fucking aimbot, Bruce. Huh?
Okay. Boah, das ist fucking intens hier, ey. Ja, holla. Da hängt so viel von mir ab, ne? Ich bin unglaublich stark, aber der Rest von meinem Team ist relativ schwach. Und wenn ich einen Fehler mache, dann ist echt knifflig, ey. Ist der Twitch oder ist der Twitch? Hä? Huh? The fuck weg? Super risky gewesen, aber wir müssen es probieren, ne? Ich werde Sonjas gehen hier als nächstes Item. Der dritte Ultschuss hat richtig geklatscht da, weil da die ganzen Schilde und der Overheal und so weg waren. Hast fast die Twitch und die Jenner da mitgenommen. Ich muss so ein bisschen cheesy spielen, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Einfach nur, weil die, weil wir straight up keine Chance haben, glaube ich. Das heißt, ich muss immer so ein bisschen sneaky spielen, probieren. Da wäre ich fast gestorben an dem seitlichen Q, ey. Alter, das ist so fucking intens, Mann. Da habe ich nicht viel getroffen in dem Fall. Da habe ich nicht viel getroffen, leider. Ja, das läuft ja schon gut an hier, muss ich sagen. Das läuft ja schon sehr, sehr gut an.